So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Super Mario Maker One Level per Day. Heute haben wir wieder ein Level von Deutschland 2000 TV. Und, das Level hat er jetzt nicht eingeschickt. Er hatte ein anderes Level, das hat er aber doppelt eingeschickt. Und deswegen habe ich mir sein aktuellstes Level genommen mit der geringsten Abschlussrate mit 3,09. Hat einen Stern, 3 von 97 Versuchen, 3 erfolgreiche von 97 Versuchen. Und No Death Corti, also ein Level für den Corti-LP, eigentlich. Wir spielen im New Super Mario Bros. U Style. Wow! Seriously? Gucken wir erstmal, was hier jetzt ist. Okay, gut. Hier geht es hoch. Und hier gibt es 4 Türen. Nehmen wir die letzte. Oh, was für ein Zufall. Wir spielen heute ein bisschen Glücksrad. Also, Tür Nummer 4. Ist es nicht? Nehmen wir Tür Nummer 3. Dann wird es wohl Tür Nummer 1 sein. Weil wir gehen immer eine Tür weiter nach links und da geht es immer eine Tür weiter nach rechts. Logisches Ausschlussverfahren. Okay. That looks really strange. Hi Bowser. Tschüss Bowser. Ahahaha. Okay, es ist sozusagen, er versucht ein Rätselschloss darzustellen. Och, ernsthaft? Okay, jetzt haben wir glaube ich die letzte Röhre genommen. Wow. Der läuft mir ein bisschen zu schnell. Ich glaube, Corti hatte hier seinen Spaß. So. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Och komm, der war nicht fair. Nehmen wir die erste Röhre. Kommen wir auch da raus? Dann nehmen wir die zweite. Okay, einfach nur Rätsel raten. Schnell hier rein. Nehmen wir die Röhre Nummer 2. Oh, hallo Bowser. Warum rennt man jetzt zurück? Um hier zu landen? Hä? Hä, ich verstehe es nicht. I don't get it. Oh, now I get it. Ich glaube, Corti hatte seinen Spaß. Also, Rätselraten, ja, gerne. Alle Türen im gleichen Tod.
lass dir Unterschiede. Lass dir was einfallen. Lass ihn in Kettensägen rennen oder sonst was, ja, und lass ihn da richtig quälen, dass er nicht mehr rauskommt oder so. Oder aber mach es so, dass du die Wege nicht so extrem lang machst. Ja, das wäre auch schön. Aber ansonsten, wenn ihr auch so welche Level habt, ja, ich hatte ja letztens, glaube ich, Marius Slaughterhouse, dann ab in die Videokommentare damit, in die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung habt ihr einen Link, dort könnt ihr eure Level auch einschicken. Oder aber Facebook oder Twitter. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.